Wir müssen quasi im ersten Schritt die beiden Ziele machen, danach müssen wir rüber und da drüben Dinge tun. Jetzt kann man sich hier schon mal noch ein bisschen rumbetteln, ohne dass es Probleme gibt. Okay, da rennt schon einer vor, bevor die Offensive passiert. Das ist vielleicht nicht so optimal. Und ja, ich schieße. Erstmal rein, in der Hoffnung, dass ich irgendwas treffe, weil ich kann es dir nicht sagen, ob ich was treffe. So. Und den habe ich noch nur geschossen, um nachladen zu können. Den habe ich zu lang gedrückt. Super. Lauf nicht immer direkt Dreck hinter jemanden her, du stirbst. Den habe ich, glaube ich, gekillt. Der hat mich gekillt. Von wo auch immer. Dann gibt es noch die Möglichkeit, direkt beim Offizier zu spawnen. Ah, du bist einer von uns. Das war einer von ihnen. Aber ich habe ihn entdeckt und habe darauf geschossen. Ich habe nur nicht getroffen. Hinter dir. Da. Die beiden Punkte müssen wir einnehmen, um dort Spawnpunkte aufzusetzen. Die Spawnpunkte können dann aber auch vom Gegner kaputt gemacht werden. Hier rennt aber weiter mit Gegner rum. Ah nein, du warst freundlich. Hoho, gut, dass ich dich getroffen habe. Für den Kills sind wir doof. Ja, genau das habe ich erwartet, dass hier oben irgendwo noch einer ist. Es gab eine Anweisung. Das war nur Nebel. Ach, na dann. Ja, klar. Und er überlebt, der andere. Na gut, er ist verwundet und blutet, aber... Ja, klar. So komme ich natürlich auch auf meine... ich sterbe oft.
Okay, ernst. Und sterbe dafür dann hier. Sehr gut. Aber ich darf dort dafür direkt hier einsteigen. Das ist doch das. Weiter nach da vorne darf man dann auch nicht mehr, weil sonst wird man erschossen, weil man sich außerhalb der Dienstbezirks bewegt. Das ist ein anderes Thema. Ja, Zeit zu der Rifle Grenade. Nice! Ich hab das Ding da kaputt gemacht, das ist ja doof. Inchiodateli su quella posizione, ragazzi! Das andere Ding mit der. Nein, das war doch nicht. Okay. Okay. Schöne Nicht-Animation. Eine kleine Giftgasbrücke und hallo, Mr. Blick. Ist das das neue SnowRunner DLC? Ja, ist es das SnowRunner DLC sonst wo? Irgendwo auf der Gegnerseite habe ich einen Neuni versteckt und den versuche ich zu erschießen. Was? Nein. Neuni ist heute leider krank und deswegen gibt es keinen Stoner. Und nachdem ich dummerweise den ganzen Tag über kein Discord auf hatte, um das rauszufinden, musste ich jetzt ganz schnell irgendwas anderes, Alternatives rausfinden. Weil Ronny hat es mir zwar schon heute Nachmittag geschrieben, aber ich habe es halt erst heute Abend gelesen. Okay. Da ist irgendwie einer. Ja, also Ziel ist zerstört, Ziel B, jetzt heißt es noch Ziel A. Würde ich jetzt wieder so gut, deswegen Maske auf. Ja, genau, du verstehst richtig. Ich habe ihn gesehen, wie er hochkam. Ich habe nicht reagiert. Der beste Stein der Gegner, Allianz. Ich hoffe, das war ein Gegner. Ich hätte gerne meine Gewehre gehabt, aber nein, ist okay. Ich durfte nicht.
Okay. Dinge, die ich nicht sehe, kann ich auch nicht erschießen. Könnte aber sehr gut mich erschießen. Hab ihn gesehen, hab mich erschießen lassen. Ach Gott, ich wollte doch nur da runter springen. Sehe ich, wäre da eh nicht weiter gekommen. Okay. Ich muss. Das Problem sind die beiden Schützen da hinten. Ich sehe, da hat sich auch schon jemand entwickelt. Ja, wenn ich sie sehe, dann würde ich sie auch gerne erschießen, aber ich sehe sie nicht. Sie sind einfach zu klein. Ich bin zu blind. Warum sollte man auch über die Schienen robben, aber nicht unter die Fahrzeuge durchrobben? Nein, ich sollte nicht drauf schießen, wenn ich nach vorne. Ja, nachdem er gestorben ist, vermute ich mal, ist da drüben jemand, der Dinge sterben lässt. Ich war zu weit vorne. Nur weil ich die Deckung haben wollte. Naja, gut. Ist zwar ein Kill für, der auf meine Liste zählt, aber es ist zumindest kein Dings, was uns runterzählt. Irgendjemand hat hier echt heftige Blähungen. Bei dem ganzen Gas.
What the heck? Von wo? Oh, nette Explosion. Da wird gerade gerüstet. Dieses Gebäude kommt mir bekannt vor.